wir haben diesen Leuchtturm und der ist wirklich 8 Kilometer weit draußen auf der Ostsee. Und vor knapp 20 Jahren wurde dieser Rekord aufgestellt von Thomas Müller, damaliger deutscher Meister im Windsurfen, und der hat es in 37 Minuten geschafft. Windstärke 6 bis 7, würde ich sagen, da muss man es schon können. Ich erwarte Regen, hohe Wellen und viel Wind. Das ist wirklich so eine ultimative Challenge. Ich habe es vor 2 Jahren schon mal versucht, auch um die gleiche Jahreszeit. Da habe ich es nicht geschafft. Und seitdem ist es so wirklich in meinem Kopf. Die Windvorhersage ist unglaublich. Wir haben bis zu 8 Windstärken, also richtig Sturm. Es ist eiskalt und ich bin richtig heiß, diesen Rekord zu brechen. Heute Morgen sind wir hier in Strande bei Kiel. Eiskalt ist es. Nachts hatten wir über 40 Knoten. Das soll auch jetzt erstmal so bleiben. Also wir haben hier wirklich Sturm und wir bringen jetzt erstmal das Boot ins Wasser. Und uns ist allen richtig kalt. Ein Riesenboot hinten dran und es ist gut glitschig hier. Brauchst auf jeden Fall einen fetten Geländewagen, um hier überhaupt die Rampe wieder hochzukommen. Ja, ich bin ganz besonders angespannt, weil ich sowas bei diesen Temperaturen und bei den Windstärken noch nie gemacht habe. Ich bin dieses Jahr zum Training einige Male um den Leuchtturm gefahren, aber da war es natürlich deutlich wärmer, hatten deutlich weniger Wind. Das heißt, die Bedingungen waren nicht ganz so anspruchsvoll. Wir haben uns ein bisschen gewundert, dass das bei dem Wetter stattfindet, denn wir haben draußen schon einen anständigen Seegang. Wir sind vor einer Minute gestartet und er ist kaum noch in Sichtweite für uns. Vincent fährt ungefähr 70 Stundenkilometer und das Boot schafft höchstens 50. Die Hälfte der Strecke hat er ungefähr rum und wir haben noch 29, also 12 Minuten ist er unterwegs bis jetzt. Genau 6 Minuten, es wird eng. Die Zeit läuft uns davon. Eine Minute 14 Sekunden zu langsam. Der Winkel vom Wind hat leider überhaupt gar nicht gepasst. Und dann bin ich halt die letzten 8 Kilometer wieder zurück, mehr oder weniger gekreuzt. Ich hatte kurzzeitig noch so eine Hoffnung, als der Wind so ein Ticken gedreht hat, ich in der Mitte einmal umgelegt hat, dass es noch klappt. Ja, da kann man einfach nichts machen. Es war eine unglaubliche Erfahrung, um den Leuchtturm zu surfen. Und im nächsten Jahr wird der Rekord von 37 Minuten fallen.